Leute, ich sag's ungern, ne, aber also, wann ist richtig? Oh, wann ist das wann ist richtig? Wie, ja, das ist echt ein Hack! Der Junge ist verrückt. Walle, ey, ich schmeiß den um. Das ist wie so ein Hai, ne? Ich schmeiß den dann gleich. Fahrzeug ist rot. Das triggert natürlich. Ey, und jetzt kommt die gerade. Jetzt kommt die gerade. Jetzt zieh. Jetzt zieh. Jetzt hol den Windschatten. Nutz den Windschatten, Mann. Rechts, 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 rechts. Ja. Ey, das darf man nicht. Hast du nicht die blaue Flagge? Rechts. Nee, ist nur beim Überholen. Er muss den Windschatten nutzen. Oh, 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 oh. Der Tank wird auf. Links, links, links. Oh, da wird's. Ja. Fick ihn, fick ihn. Oh, was? Was? Ja, das ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Das ist auf jeden Fall nicht erlaubt gewesen. Scheiß drauf, fahr jetzt einfach ins Ziel. Also, ei, ei, ei. Nein. Ja, die Nummer muss mit rein. Die Nummer muss mit rein, wo sie hier steuern. Monkastier, Monkastier. Da habe ich auch immer im Chat gelesen. Was ist denn Monkastier? Ja, das sind dann... das sind solche Momente, wo man in den Chat guckt. Fischin, Fischin, würde man heutzutage sagen. Weggefischt. Ihr könnt mir nicht ins Gesicht klicken. Wir können das gerade mal ausprobieren. Bevor ich hier erkläre, was das Thema ist und alles, haben wir den guten Nikola auch wieder im Chat. Denn, Nikola, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten schon mal so eine kleine Talkrunde, wo man im Stream abstimmen konnte durch einen Klick. Wir probieren das mal gerade aus. Ich schalte das mal ein. Und dann probiert ihr das mal. Oh, meine Güte. Okay, du willst die Post? Okay. Ach, gib ich dir die Post. Ah, nichts mehr. Kriege ich davon schon Albträume? Warte mal, 19.20 Uhr. Vielleicht habe ich es bis dahin schon wieder verdrängt. Die Handkarten können immer benutzt werden. Aber ich okay, die Scheiße muss da auf jeden Fall rein. Da werden wir noch mehr Leute mit verstören. Verdrängt. Es ist 19.20 Uhr? What? Oh mein Gott! Was? What the fuck? Oh Mann, es wird jetzt wieder gruselig. Hier passieren zu viele Zufälle in diesem Stream. In diesen Schnittstreams, muss ich wirklich sagen. Die Prophezeiung erfüllt sich. Gleich tauchen Lisa und Sophie auf. Oh Mann. Das kann doch nicht. Was ist denn davon die Wahrscheinlichkeit? Aber wirklich in der Sekunde einfach. Mann, oh Mann. Ja, rechnet das mal aus. Also, solche Sachen passieren hier ständig, wo du so denkst, das kann doch nicht sein. 50-50, entweder das passiert oder halt nicht. Sehr gut. Oh Mann, ey. 19.20 Uhr. Vielleicht habe ich es bis dahin schon wieder verdrängt. Und das glaubt einem doch niemand, wenn man das erzählt. Sehr gut, guck mal. Da, der erste Lümmel hat doch schon woanders hingeklickt. Jeder einen Klick nur. Ach du Scheiße. Ja, Nikola, du siehst auch das Problem, dass wir dann wahrscheinlich dann zusammen... Gut, wie viele haben jetzt für Option 2 gestimmt, Nikola? Rechne mal schnell aus. Jeder nur ein Kreuz. Deine Udo Jürgens-Performance. Mhm. Unvergessen. Welcher Song war's? Ich war noch niemals in New York. Ich auch nicht, aber welcher Song war's? Jetzt kommt ja auch kaum noch einer hin. Okay. Oh Mann, ist das schön unangenehm. Ah.
Und der große Kreis können wir dann nachher, könnte ich dann quasi die höchste Prozentzahl anklicken und damit könnte ich dann so Ping-Pong spielen. Würdest du das noch hinbekommen, Nicola? Und der Chat wäre dann, der Kreis mit der kleinsten Prozentzahl. Oh Mann. Unsere liebe Lisa hat sich irgendwo auf der Messe versteckt oder hingesetzt. Oh Gott, das auch. Wir werden gleich einen Ausschnitt sehen von ihr, also nicht ihren Ausschnitt, sondern einen Ausschnitt von, also einen Bildausschnitt sehen. Wie heißt du denn? Hi, ich heiße Patrick. 5, 4, 3, 2, 1, los! Let's go! Die gehen schon mal in unterschiedliche Richtungen. Oh ja, oh, Patrick rennt. Patrick ist heiß! Oh, Alter! Okay, wow. Der hat Bock auf Kaffee! Der hat richtig Bock auf Kaffee! Aber er rennt so, als hätte er schon 3 Intus. Wie kann man so losrennen mit so scheiß Kaffee? Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so gerannt. Nicht mal um den Bus zu erwischen. Da würde ich sagen, ach, dann nehme ich den nächsten. So würde ich niemals rennen, glaube ich. Richtig Bock auf Kaffee. Morgen gibt es vielleicht auch noch einen, wenn das klappt, einen Winterspaziergangsstream. So um die Mittagszeit, so 13 Uhr ist angepeilt. Ich hoffe, dass das Internet das mitmacht. Wir werden es sehen. Bis dann. Dann kam es, wie es kommen musste. So langsam geht's. Wald-Content. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade bin. Wahrscheinlich bin ich am Ende des Streams komplett verirrt. Aber ich komme schon zurecht. Ich werde überleben! Kurzes Netzwerk oder geht's? Geht's wieder? Es laggt. Ich mache mal die Resolution ein bisschen geringer. Ah, kann man nicht, wenn man live ist. Na gut. Ich glaube, ich gehe auf 3000. Warte mal. Ja, ich bin bald bereit. Bald geht's hier richtig los. So. Ich werde jetzt euch erstmal was zu diesem Tarif erzählen, der sicherlich besser ist, wenn man nicht im Wald ist. Er leckt es schon wieder, oh nein. Ja, das ist das beste Netz. Selbst im Wald kann man hier noch streamen. Wisst ihr was? Ich geh vielleicht einfach im Wald entlang. Wie wär's damit? Ich werde vielleicht am Waldrand entlang spazieren. Ja, das hatte ich vor. Das habe ich euch ja vorher gesagt, dass ich das machen wollte. Wie ist es jetzt? Jetzt bin ich auf 540 Pixel. Jetzt bitte, bitte Leute. Ich habe O2 gesagt, dass ich den Waldspaziergang machen wollte. Und dann hat der Jürgen von O2 gesagt, ja, das ist mein erster Stream heute. Ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Ich war möglicherweise auf einem kleinen Winterspaziergang heute und wollte dabei streamen. Und ich kann euch den kompletten Spaziergang morgen hochladen. Es geht genau 1,5 Minuten. Willkommen im sehr guten Netz von O2. O2 can do. Mara hat riesengroße, sehr schöne Augen. Das sehe ich sofort, das ist Mara. Weil die hat die auch immer so weit geöffnet. Die hat keinen. Was? Nicht so wie stimmt doch gar nicht. So einen Schlafzimmerblick. Die sind immer weit offen, so richtig Pam. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Oder seht ihr da der Einzige? Wir reden gerade über Social Media und wie ich mich von Facebook abgemeldet habe und wie ich meine Daten da alle gelöscht habe, denn das ist nicht so einfach. Hallo, hallo Raider. Tatsächlich gibt es
also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich mich abgemeldet habe, vielleicht haben sie das mittlerweile geändert, zu dem Zeitpunkt, als ich meine Daten löschen wollte, gab es nur die Möglichkeit, dass man von Facebook gesperrt werden musste, damit dann alles gelöscht wird und damit vor allem die Nachrichten, die du verschickt hast, auch unkenntlich gemacht werden, beziehungsweise dann werden die alle ausgeblendet im Sinne von der User ist gesperrt, es werden keine Texte mehr angezeigt oder sowas. Das heißt, ich habe geguckt, ich habe mir die AGBs oder die Netiquette von Facebook hergenommen, habe geguckt, so was kann man alles was kann man alles machen, um hier gesperrt zu werden? Und habe dann von allem etwas gemacht. Habe dann natürlich irgendwie den Namen geändert. Ich hieß dann auf einmal Rainer Unfug, habe ein bescheuertes Profilbild gehabt, habe einen falschen Ausweis hochgeladen, habe Leute zugespammt. Aber also teilweise, ich habe Freunde von mir angeschrieben, habe gesagt, wundert euch nicht, wenn ihr ganz komische Nachrichten von mir bekommt. Ich versuche gesperrt zu werden. Hab Spam-Sachen geschrieben, hab bei Politiker angespammt. Ich habe, glaube ich, alles gemacht, was man so machen konnte. Und dafür habe ich relativ lange durchgehalten, glaube ich. Also es hat schon so 3-4 Tage gedauert, bis Facebook gesagt hat, sag mal, hast du einen kompletten Schaden, Rainer Unfug? Aber bis dahin war es witzig. Ja, und dann wurde ich gesperrt und tatsächlich waren dann Hakenkreuze posten. Nee, ich wollte nichts machen, wofür man dann vielleicht noch ins Gefängnis kommt oder irgendwie so, sondern schön so in der Grauzone bleiben, dass man gesperrt wird, aber jetzt auch nicht irgendwie eine Strafe zahlen muss oder ins Gefängnis kommt oder was weiß ich. Und ja, dann habe ich dann danach nochmal bei den Leuten nachgefragt, denen ich Nachrichten geschrieben hatte, was da jetzt steht. Und da meinten die, ja, ich kann es nicht mehr lesen, da steht Nutzer ist gesperrt, Nachricht wird ausgeblendet. Und dann war ich raus. Da war ich mit einem großen Knall raus aus Social Media. Wahrscheinlich sämtliche Leute verwirrt oder verärgert. Es war doch die Rede von irgendeiner Art, such mir nur mal Fuchtel. Das habe ich mir doch nicht ausgedacht, das Wort. Irgendwo in diesem Dschungel ist Hans-Joachim unterwegs. Und wenn ihr die Dschungelfuchtel findet, dann gute Nacht. So habe ich mir die vorgestellt. Edelife. War das der richtige? Oh Gott, nein, das ist der falsche. Stopp. Der hat natürlich keinen Unterstrich offenbar. Kein Unterstrich. Ich dachte kurz, der wäre cool, hätte einen Unterstrich drin, aber nein. Aber nein. Ist natürlich keiner drin.